Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot und wir werden uns jetzt nochmal in die Safari-Zone begeben, um natürlich, soweit ich weiß, kann man dort ja Surfer bekommen und ich glaube, das war in diesem geheimen Haus, so habe ich das zumindest nachgelesen und wir wollen natürlich wieder auf die Jagd gehen und kriegen wir hier die Safari-Welle und ich werde als erstes mal diesen Top-Schutz einsetzen, damit wir hier möglichst ohne Unterbrechung bis ans Ende kommen. So, Moment, das müsste hier irgendwo sein und zwar relativ weit unten. Sprudelwasser. Also wir haben ziemlich viel Kram bei uns hier drin. So, Paluten setzt Top-Schutz ein. Das ist top. So, und dann sprinten wir mal los. Ich glaube, als erstes müssen wir genau nach rechts ging's. Und dann bin ich mal sehr gespannt, ob wir das rechtzeitig schaffen. Oder ich glaube, nee, falsch. Ah, schon der erste Fehler. So, hier durch die Büsche und man sieht schon, ah nein, falsch, dass der Top-Schutz auf jeden Fall hält, was er verspricht. Und schützt uns top vor möglichen wilden Pokémon. So, und jetzt ist die Quizfrage natürlich, ist das hier der richtige Weg? Daumen drücken, oh, hier waren wir auf jeden Fall noch nicht, dementsprechend ist es nicht der richtige. Oh, flinke Klaue, oder Flinkklaue heißt das, was das wohl ist. Schutz wirkt nicht mehr. Oh nein, da müssen wir noch einen Schutz nehmen. Weiß auch gar nicht mehr genau, wie viel der gekostet hat, dieser Schutz. Aber nun gut. Okay, wir müssen jetzt wieder hier kehrt machen. Hier schnell hoch. Runa! Und geht's hier? Ist das der richtige Weg? Oh, bitte. Nein, das kann nicht der richtige Weg sein, denn... Oh, okay, egal. Wir nehmen trotzdem mal diese Route hier. Hier gibt es ja einige Sachen. Protein. Nicht schlecht, ein bisschen Way. So, was haben wir hier? Hier kommen wir aber wahrscheinlich auch Richtung Süden. Komm schon. Safari-Zone. Also ich bin jetzt gerade so ein bisschen verwirrt. Oh, ich glaube, das ist dieses geheime Haus. Doppelteam. Das sieht auf jeden Fall wesentlich größer aus als die anderen. Ah, endlich! Du bist der Erste, der das geheime Haus gefunden hat. Ich dachte schon, niemand würde den großen Preis jemals gewinnen. Glückwunsch, du hast gewonnen! Palutenheld VM03 und das muss doch Surfer sein. Genau. Und das heißt, glaube ich, auch, dass wir jetzt in das Kraftwerk kommen. Denn das hatte ich ja das eine Mal in den Kommentaren gelesen. Lernt ein Pokémon diese Technik, dann kann es dich über das Wasser transportieren. Das Beste ist aber, dass du diese VM benutzen kannst, so oft du möchtest. Ist das nicht irre? Du bist ein Glückspilz. Jo, wir sind wirklich ein Glückspilz. Und jetzt wird wahrscheinlich der Schutz auch gleich aufhören und dann können wir einfach mal eine Runde angeln. Denn ich habe auch gesehen, dass man hier ein Dratini fangen kann, was ja auch kein schlechter Fang wäre. So, schauen wir mal, ob wir hier mal was anderes fangen, außer einen Carpador oder einen Goldini. So, komm schon. Dratini! Goldini! Oh nein. Goldini Level 6. Wow. Da flüchten wir natürlich. Dann watschen wir nochmal da unten vielleicht hin. Oh, hier ist auch noch ein Pokéball. Goldzähne gefunden. Okay, Basis-Item-Tasche. Müssen wir uns auch mal in nächster Zeit mal durchwuseln, was wir denn so alles hier schon gefunden haben. Okay, Schutz wirkt nicht mehr. Ist gar nicht so schlimm. Und ein Parasek. Ne, ein Paras. Oh, okay, Entschuldigung. So, wir werfen den Köder aus. Denn der ist ja letztlich dafür da, dass wir sie leichter fangen. Jetzt ist natürlich die Frage, ob das Ganze auch stackt. Oder ob das letztlich immer den gleichen Effekt hat. Werfen wir jetzt einfach mal den Ball. Komm schon. Wir brauchen viele Pokémon. Oh, Mist, das Pokémon hat sich befreit. Paras frisst, aus frisst noch, okay. Dann werfen wir einfach wieder einen Köder. Oder war das der Stein? Oh Mann, wildes Paras floh, nur gut. So, dann schauen wir mal hier weiter. Ah, komm schon, irgendwas Cooles. Oh wey. Haben wir doch schon. Dich können wir nun wirklich nicht gebrauchen, auch wenn wir jetzt hier mal random wieder einen Pokéball werfen. Ich weiß auch gar nicht, hieß es 30 verschiedene? Oder 50? Oder wie war das letztlich? So, Flucht. So, schauen wir mal hier weiter. Und jetzt sind wir wieder gespannt. Es ist... ein Nidoran, was wir auch mal wieder probieren könnten zu fangen. Level 30. Das wäre schon nicht schlecht.
So, Köder. Na komm. Friss eine Runde. Und dann werfen wir den Pokéball. Aber mit Nidoran... Okay, eigentlich hat es mit fast keinem geklappt. Also Owei war das eine Mal schon wirklich ein ordentlicher Glücksgriff. Ah, es hätte fast geklappt. Nidoran frisst. Ja, dann probieren wir es eben nochmal. Alle guten Dinge sind zwei. Schon, bleib drin, bleib drin. Oh, nein! Das war knapp. Und jetzt flieht es bestimmt. Nee, es frisst immer noch. Komm schon, jetzt. Jetzt sind aber alle guten Dinge drei. Und das... und ob das auch für Nidoran gilt? Yes, es gilt auch für Nidoran. Das ist doch mal erfreulich. Und dann... Seine großen Ohren schlagen wie Flügel, wenn es Geräusche in eine weite Entfernung hört. Es fährt giftige Stacheln aus, wenn es verärgert ist. Möchtest du dem Nidoran einen Spitznamen geben? Nein. Gut. Box Nummer 11. Haben wir nicht auch noch Menki einmal abgegeben? Das ist auch schon Durchsage. Die Zeit ist um. Ach, Mist. Ist jetzt natürlich blöd. Jetzt ist die Frage, ob wir hier natürlich noch weitermachen wollen oder ob wir umschwenken ins Kraftwerk. Obwohl ich auch nicht genau weiß, wie man ins Kraftwerk kommt. Deshalb werden wir, denke ich, nochmal eine Safari-Tour machen. Und dann informiere ich, wie ich genau ins Kraftwerk komme. Und dann gehen wir da mal hin, denn ich möchte unbedingt endlich auch mal ein Pikachu finden. Denn das ist auf jeden Fall ein Teammitglied, welches ich zu 100% hinzufügen möchte. Und jetzt sind wir hier auch zum dritten Mal in der Safari-Zone. Können hier einfach mal nochmal eine Runde angeln. Greifen unseren Beutel, schnappen uns die Profi... Ah, warte, hier Goldzähne. Das verlorene Gebiss des Wärters in der Safari-Zone. Sein Lächeln wirkt dadurch goldig. Okay, ich weiß gar nicht, wer das da letztlich verloren hat. Der Wärter am Anfang? Müsste man vielleicht nochmal gucken. Oh, ein Quapsel. Haben wir schon Quapsel gefangen? Ich weiß das gar nicht. Werfen einfach mal den Köder aus. So, Quapsel frisst jetzt erstmal wieder eine Runde und dann versuchen wir einfach stupide die ganze Zeit den Safari-Ball zu werfen. In der Hoffnung, dass Quapsel... Nein! Oh, das sah echt knapp aus. Quapsel beobachtet alles aufmerksam. Dementsprechend wird das wahrscheinlich jetzt überhaupt nichts mit diesem... Weil es frisst auch, glaube ich, nicht mehr. Komm schon, bitte, bitte bleib da drin. Yes! Das nächste Pokémon! Oh, jetzt haben wir einen Lauf. Gucken, was über Quapsel da drin steht. Quapsel. Seine glatte, schwarze Haut ist dünn und feucht. Teilweise sind seine Innereien als spiralförmige Muster sichtbar. Ach, das sind seine Innereien. Okay. Auch sehr interessant, was er da so alles unter seiner Haut trägt. So, dann gehen wir mal weiter nach rechts. Werden dann hier gleich nochmal eine Runde angeln. Sofern hier überhaupt ein Gewässer ist. Ach, Owei. Owei, dich wollen wir nicht. Dafür ist unsere Zeit hier zu kostbar. Jetzt nicht nochmal ein Owei. Ah, Nidoran können wir auch ignorieren, denn das haben wir ja auch schon. Auch wieder flüchten. So, da vorne ist zumindest ein Haus. Da können wir ja vielleicht mal, wenn wir da vorbeikommen, mal reingehen. Da vielleicht... Oh, hier ist ein Pokéball. Den haben wir die ganze Zeit übersehen. Sonnentag. Oh, ist auch wieder eine TM. Und was haben wir hier? Dodu. Das Dodu haben wir doch, glaube ich, auch nicht gefangen, oder? Ich bin teilweise echt ein wenig konfus manchmal, ob wir da die Sachen haben. Weil es auch manchmal dann schon so ein, zwei Tage her ist, dass ich das letzte Mal Pokémon gespielt habe. Und bei der wirklich teilweise großen Anzahl an Spielen, die ich momentan Let's Play, kann man schon das eine oder andere durcheinander bringen. Ah, Dodu! Mensch, da ging aber schnell mit dir, dass du da wieder rausgesprungen bist. Nun gut, vielleicht kann dieser Safari-Ball jetzt doch ein Wunder bewirken. Komm schon, Daumen drücken, Leute. Ah, ihr habt nicht fest genug gedrückt. Ja, Dodu frisst immer noch. Ja, ich meine, solange es frisst, können wir immer noch werfen. Jetzt bleibt doch einfach mal da drin. Dodu! Das gibt's ja nicht. Dodu frisst immer noch. Dann werfen wir nochmal den Köder aus. Und hoffen einfach, dass es gleich noch hier bleibt und dass wir dann nochmal den Ball werfen können. Dodu frisst. So, jetzt wieder den Ball. Komm, du musst doch jetzt mal da drin bleiben. Vor allen Dingen, es geht auch ganz am Anfang so... Ja, das kann man ja sowas von knicken.
Ich werfe jetzt gleich einfach einen Stein. Darf du gerne gehen. Hier, zack. Eigentlich voll gemein. Dudu ist wütend. Jetzt werfen wir wieder den Ball. Komm schon, bleib da drin. Bleib da drin, bleib da drin. Komm schon, bitte, Dudu. Weißt du, ganz ehrlich, du nervst ein bisschen, Dudu. Ich krieg's jetzt nochmal einen Köder. Und wenn wir da jetzt nichts fangen, dann weiß ich auch nicht mehr. So, jetzt wird's wieder spannend. Komm schon. Ach, Dodo, jetzt mal ganz ehrlich. Das ist doch hier ein Scherz mit dir. Okay, jetzt beobachtet das alles aufmerksam. Das hat Quapsel das letzte Mal, glaube ich, auch gemacht. Oder Nidoran. Und dann haben wir das Pokémon sofort gefangen. Ach, ja, komm. Hier ist der Cut. Dieses blöde... Genau, ja. Du kannst jetzt noch den ganzen Tag irgendwas dir angucken. Wir flüchten. Denn das hat wirklich keinen Zweck hier mit Dodo. So, und wir gehen mal zu diesem Haus. Ich meine, das ist zwar eine Ruhezone, aber vielleicht ist ja trotzdem ein Wächter drin. Aber hier, nee, hier waren wir schon mal. Die beiden Typen da oben kennen wir doch schon. So, dann mal hier rum. Und ich hatte auch gesehen, dieses Kangama, was wir das eine Mal leider nicht gefangen haben, hat hier eine Wahrscheinlichkeit von... Ach, jetzt werfe ich den schon wieder. Eine Wahrscheinlichkeit von 4%, dass man das findet. Obwohl ich, glaube ich, Kangama sowieso nicht eingesetzt hätte. Oh nein, jetzt fangen wir schon wieder... Fangen wir schon wieder an Ovei. Ja. Nee, wir möchten dem keinen Spitznamen geben. Können ja mal gucken, wie viele Pokémon wir bereits gefangen haben. Ein paar Looten. Pokédex 25. Ja, da fehlen noch ein paar. Aber ich denke mal, dass wir in diesem Kraftwerk ja sicherlich auch noch verschiedene Pokémon finden werden. Und vor allen Dingen Pikachu müssen wir fangen. Also daran geht kein Weg dran vorbei. So, schauen wir mal hier weiter. Safari-Zone. So, hier mal wieder durch die Sträucher wuseln. Oh, Nidorino. Wäre natürlich auch nicht schlecht. Werfen wir auch mal einen Köder aus, denn dann wäre es schon komplett entwickelt. Ja, das schmeckt dir, ne, Nidorino? Kriegst jetzt trotzdem Safari-Ball ab und bleibst hoffentlich in deinem schönen Pokéball. Ah, das ist wahrscheinlich nicht so einfach, das zu fangen. So, einfach gut Ding will Weile haben. Ah, das ist... hab gerade so ein Flashback in puncto Dodo. Ich meine, es ist Level 30 und schon weiterentwickelt, deshalb... Ach, keine Chance. Hey, weißt du beobachtest alles aufmerksam. Hör auf zu gucken, wir werfen dich einfach mit dem Stein. Zack. Wildes Nidorino-Flo, ja. Nun gut. Ich denke mal, bevor der Gong jetzt hier gleich ertönt, werde ich mal einen kleinen Cut machen. Und beim nächsten Mal werden wir dann zum Kraftwerk watscheln, um dort Pikachu zu fangen. Ich hoffe mal, das funktioniert so, wie ich mir das Ganze vorstelle. Und bis dahin wünsche ich euch allen noch einen angenehmen Tag. Haut rein und bis zum nächsten Mal bei Pokémon Feuerrot.